Herzlich willkommen zur Kulturbrücke Hamburg. Unser Motto ist gemeinsam leben, gemeinsam erleben. In unserer Sendereihe Gesellschaftspolitik berichten wir heute über die 20.000 in Hamburg lebenden Afghanen. Damit hat Hamburg die größte afghanische Kultur Europas. Was sind Ihre Perspektiven in Hamburg und in Ihrer Heimat Afghanistan? Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste im Studio. Frau Latifa Kühn, Sie sind Politikwissenschaftlerin und Dozentin. Herr Said Mohammad Sobir Sedirian, Sie sind Geschäftsführer der AHED. AHED ist die Afghanistan-Hilfs- und Entwicklungsdienst in Hamburg. Ja. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Assalamu alaikum. Das ist aber Arabisch, nicht? Ja. Aber wir begrüßen uns. Das vereint uns alle. Gilt für uns alle, ja. Genau. Frau Latifa Kühn, Sie leben seit 34 Jahren in Hamburg. Ja. Sie waren 3 Jahre alt, als Sie Afghanistan verlassen haben. Ja. Und Sie sind im November, also vor kurzem, mit einer Delegation nach Kabul gereist. Ja, können Sie uns berichten, wie Ihre Eindrücke waren und welche Aufgabe auch diese Delegation hatte? Diese Delegation bestand aus Juristen und Flüchtlingshelfern. Ja. Also für mich war das die erste Reise nach 34 Jahren Aufenthalt hier in Deutschland nach Afghanistan. Und für mich war die Reise also auch inhaltlich interessant, aber auch eben für mich persönlich, weil es für mich der Schritt zurück in die Vergangenheit war. Und Afghanistan selbst hat die ganzen Jahre über auch in meinem Bewusstsein gelebt. Leider hatte sich nie die Gelegenheit ergeben, dass ich nach Afghanistan reise. Und diese Delegationsreise war für mich ein willkommenes Angebot, sowohl Afghanistan aus persönlicher Ebene kennenzulernen, aber auch unter inhaltlichen Fragen. Und die Delegationsgruppe selbst war sehr heterogen gemischt. Und wie gesagt, es waren 2 Hamburger Rechtsanwälte unter anderem dabei und ein Flüchtlingshelfer. Und man wollte sich die Situation vor Ort in Afghanistan anschauen, speziell in Kabul, um sich zu fragen und auch für sich eine Antwort zu finden, was würde auf einen Afghanen zukommen, der Hamburg verlässt und nach Afghanistan unter Umständen vielleicht abgeschoben werden sollte. Und es war sehr interessant, die Situation vor Ort zu sehen und was auf einen Menschen zukommen würde, der also praktisch mit einem Koffer auf dem Kabuler Flughafen landet und sich dort vor Ort zurechtfinden muss. Und unter diesem Vorzeichen haben wir uns die Reise dann vorgenommen und haben uns dann auch entsprechende Gesprächspartner gesucht. Das heißt, die Kenntnisse, die Sie daraus entnehmen, wird irgendwelche Einfluss auf die Politik in Hamburg haben? Also wir haben natürlich nach der Reise versucht, unsere Erkenntnisse publik zu machen und darauf hinzuweisen, was in Kabul vor Ort ist, wie die Situation sich verhält und was man überlegen sollte, wenn man eines Tages zu dem Schritt neigen sollte, tatsächlich dann nach Afghanistan zurückzusenden oder zurückzuschicken. Aber es ist natürlich, sind sehr viele Eindrücke gewesen für mich persönlich nach so vielen Jahren, aber eben auch immer wieder unter dem Vorbehalt, was kommt auf jemanden zu, der nach Afghanistan zurückgeht. Hm. Wie lebt überhaupt die Zivilbevölkerung? Haben Sie ein normales Leben oder? Ja, die Reise selbst ging nur nach Kabul und ich hatte natürlich noch Erinnerungen von dem Kabul, was ich als Kind erlebt hatte. Und das Kabul, was mir meine Eltern geschildert haben, hier in ihrem Dasein in Hamburg in den ganzen Jahren. Ich habe natürlich festgestellt, dass das leider nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich in meiner Erinnerung oder in meinem Bewusstsein hatte. Kabul selbst ist jetzt mittlerweile eine Stadt von 3 bis 4 Millionen Menschen. In den 70er Jahren haben knapp 300.000 Menschen dort gelebt und die Infrastruktur ist maßlos überfordert und es gibt sehr viel Armut. Es gibt gleichzeitig auch eine dünne Schicht von reichen Menschen, aber es ist ja oft in diesen Gesellschaften, der größte Teil ist von der Armut betroffen. Sie haben in einem Zeitungsinterview erwähnt, dass Afghanistan sich im Wohnzimmer abspielte. Was meinen Sie damit? Afghanistan spielte sich im Wohnzimmer ab, weil es eigentlich diese kleine kulturelle Nische war, die meine Eltern in diesen ganzen Jahren versucht haben aufrechtzuerhalten. Das hieß, wir haben am Sonntag zusammen afghanisch gegessen, meine Mutter hat afghanisch gekocht. Im Hintergrund lief Radio Kabul
Und das war eine Atmosphäre mit den Erinnerungen meiner Eltern an die Heimat. Das war eine ganz kleine, besondere Welt. Und das hatte natürlich nichts mehr mit dem zu tun, was ich heute erlebt habe. Und das war das Afghanistan in unserem Wohnzimmer quasi. Ja, interessant. Ja. Wie sieht es mit den mit Arbeitsplätzen in Afghanistan aus? In so einem zerstörten Land muss im Grunde genommen viel Arbeitsplätze geben. Ja, also Afghanistan hat einen großen Bedarf an Fach- und Führungskräften. Das Land muss wieder aufgebaut werden. Natürlich gibt es aufgrund der Umstände, die das Land erfahren hat, einen großen Teil unqualifizierter Arbeitskräfte vor Ort, die eben im Rahmen der Möglichkeiten qualifiziert werden müssen. Aber im Exil leben viele Afghanen, die wirklich high qualified sind und tatsächlich auch in ihrer Heimat gebraucht werden. Und das haben wir auch in den Gesprächen in Afghanistan mitbekommen, dass man händeringend nach Menschen sucht, die bereit sind, das Land wieder mit aufzubauen. Herr Sedirian, Sie haben in beiden Systemen gearbeitet, sowohl in Afghanistan als auch in Deutschland. Sie sind Jurist und haben in den 50er Jahren in der Schweiz, also Ihr Jurastudium absolviert. 1963 sind Sie aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Wie sehen Sie den jetzigen Arbeitsmarkt in Afghanistan heute? Ja, 1983 bin ich nach Deutschland geflohen. Genau. Ja. Also ich bin sowieso als Kind bikulturell aufgewachsen. Ja. Ich habe mit vierte Klasse angefangen, Deutsch zu lernen. In der siebten Klasse waren mir Theodor Fontane, Goethe, Schiller bekannt wie afghanische Dichter. Also ich liebe beide Kulturen, aber ich habe den Eindruck, dass die Afghanen mich mehr ernster nehmen als die Deutschen. Also das ist deswegen, unsere deutschen Landsleute sollen sich auch gewöhnen, mit Deutschen aus anderen Kulturen näher zu kommen. Nicht nur in den Veranstaltungen unter sich zu sein, sondern auch mit uns. Das habe ich auch gestern in einer Veranstaltung in Hamburg gesagt. Und ich habe auch einen Brief an Frau Stadträtin bei Umwelt geschrieben. Sonst kann man nicht Integration führen. Genau, aber wir wollen jetzt wissen mit dem Arbeitsmarkt in Afghanistan. Auf deutsche Kultur und Gesellschaft kommen wir auch gleich zurück. Also, nein, wie sehen Sie überhaupt die... Ich finde katastrophal die Lage von Arbeitsmarkt. In Afghanistan. In Afghanistan, genau. Weil die afghanische Regierung ist ziemlich jung und ziemlich neu und fehlt an Technokraten, an Fachleute, wie sie dann regulieren. Erstaunlicherweise, Afghanistan hat viele ausländische Arbeiter importiert. Aus Pakistan, aus China, mit der Begründung, dass diese Leute Facharbeiter sind. Aber Afghanen sind intelligent, sie können sich anpassen. Sogar in den 70er Jahren, Afghanen sind nach Iran und nach Arabien gegangen, je eine Million. Die haben jeden Tag 2 Millionen Dollar nach Afghanistan transportiert. Aber das ist das meine Bitte an Deutschen. Wir sollen mehr fachliche Kenntnisse geben. Wir müssen von Quantum in die Qualität gehen. Richtig. Wir müssen versuchen, hier Afghanen ausbilden, dort Afghanen ausbilden. Genau, weil Frau Kühn hat ja erwähnt im Eingang, dass Afghanistan mehr Spitzenkräfte braucht. Ja. Und das fehlt ihnen in diesem Land. Ja. Das ist der Grund, warum auf dem Arbeitsmarkt Schwankungen gibt. Ja. Also das Problem ist einfach auch, eben Fachkräfte zu gewinnen und auch Menschen, die bereit sind, nicht gleich einen Ministerposten zu avisieren. Genau. Das ist das Problem. Okay. Und Sie meinen... Und Spitzenkräfte betrachte ich doppelseitig oder sogar dreifach. Einmal typisch afghanische Spitzenkräfte für Rehabilitation von Landwirtschaft, Viehzucht, Handwerk und so. Und zweitens für moderne Berufe. Und drittens für Kriegsfolgeberufe. Und das ist sehr schlimm. Wir müssen in erster Linie in Afghanistan um den Menschen herangehen. Wir haben tausende Invaliden, über tausende Traumakranke, wir haben Verwundeten. Wir haben Menschen, die ihren eigenen Ich verloren haben. Sie müssen wieder sich rehabilitieren. Manche Berufe sind typisch afghanisch, manche sind typisch westlich, manche sind gemeinschaftlich. Und noch dort sind Afghanen, fühlt sich wohl, wenn neben einem Afghaner, wenn er auch eine höchste Qualität hat, ein Deutscher oder ein Engländer, er fühlt sich wohl, dass dieser Ausländer kommt und kümmert sich um mich. Mhm. Wir müssen auch um diese Mentalität in Rücksicht nehmen. Was ich leider feststellen konnte, man geht immer nach Äußerliche. Wir haben vergessen,
Sie haben vergessen, mit Menschen umzugehen. Ich habe sogar einen. Wer hat vergessen, mit Menschen umzugehen? Mit den Menschen zum Beispiel Kriegswitwen. Die Afghanen selbst oder die Ausländer? Ich meine, Geberländer einschließlich afghanische Regierung. Okay. Man hätte zum Beispiel wie in Deutschland, um Kriegswitwen, um Kriegswaisenkinder heranzugehen. Also wenn ich nach Kabul gehe, auf die Straßen, wenn ich zähle, manchmal 200 Krüppelleute, die in der Straße liegen. Wer finanziert die? Das sind die armen Afghanen, die pro Tag weniger als $1 verdienen. Gut, aber ist die Zeit noch nicht zu jung? Ich meine, gerade eben ist Karzai ja wieder gewählt worden und das Parlament, präsidiale Parlament, wird ja nächstes Jahr gewählt. Ja. Ist das noch nicht zu früh, diese ganze Struktur aufzubauen? Es ist so, eine afghanische junge Frau aus Deutschland ist nach Afghanistan gegangen und hat einen Brief an mich geschrieben. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass Afghanistan seine Dienste für Westen erledigt hat. Das heißt, Kommunismus ist weg und dann ist die Welt egal, was mit dem Afghanen hingeht. Ich sage nicht Karzai. 1992 konnten Amerikaner und andere Länder Afghanistan sich besser kümmern als die jetzt heute. Mhm. Und dann man hätte nicht so diese miserable Situation gebracht. Man hätte nicht Afghanistan als ein Land für Terrorismus und für solche Sachen. Man konnte Afghanistan als Heldenvolk, die den Kommunisten vertrieben hätte, Religionen gerettet hätte, geholfen. Und dann auch, man hätte diejenigen, die im Westen sind, ist denn, ich glaube, meines Erachtens über 300.000 afghanische, westlich Ausgebildete im Westen, das heißt Kanada, Amerika, Australien, Deutschland. Also, und man hätte man diese für Tag X vorbereiten müssen. Mm. Da hat man das leider nicht gemacht. Aber jetzt, ich habe auch in Kabul mit den einigen Ministern gesprochen, es ist jetzt eine Sünde, wenn man Afghanen nach Afghanistan schickt. Weder das Darauf Land kommen wir gleich zurück. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, Sie haben sich mit Ihrer Hamburger AHED-Gesellschaft in den letzten 12 Jahren sehr stark für Hilfsprojekte für Afghanistan eingesetzt. Können Sie uns über Ihre Projekte berichten? Ja, ich habe einmal... Ich bin leider durch Zufall gerutscht in diese Organisation, weil ich immer gegen Russland Referate gehalten habe. Das wurde ich einmal von der Bundesregierung eingeladen, ein Referat halten über die afghanischen Berufe in der Zukunft nach dem Krieg. Da wurden wir 3 Leute eingeladen und danach waren in Afghanistan 3 Fronten. Die Amerikaner haben die Mujahideen geholfen. Die Russen haben der afghanischen Regierung geholfen, aber wer verlassen und vergessen, das war das afghanische Volk. Neben Krieg, da war auch sehr Was viel. Was sind Ihre Projekte, die Sie in Bezug auf mein Projekt ist 92 etwa. Ja. Ja. Und dann hat man mir gesagt, wir brauchen ein NGO für Afghanistan. Zum ersten Mal habe ich dieses Wort NGO gehört und dann habe ich AHED gegründet. Dann bin ich mit einer deutschen Delegation, als erste Delegation. Was sind die Projekte? Zählen Sie. 1, 2, 3, 4. Also, die will ich haben. Die will ich wissen. Erste Projekte waren Hilfeleistung, sofort Hilfeleistung. Sofort weil Hilfeleistung, gerade sehr viele Afghanen zurückgekehrt waren. Da waren Hochwasser. Mhm. Da sind wir eine Delegation von der Bundesregierung. Und da, Ihr zweites Projekt? Das waren Rehabilitation von Schulen, Rehabilitation von Krankenhäusern in Kabul, Lebensmittel. Ja. Wir haben gerade in Kabul alle Krankenhäuser wieder so imstande gebracht, damit benutzt. Aber leider kam dann diese Gulbuddin Hekmatyar mit den Raketen und so und alle wurden furchtbar. Sie haben gerade ein Krankenhaus im September in Kabul errichtet. Im September, ja. Aber dann habe ich mich von den großen deutschen Organisationen losgelöst. Die konnten nicht miteinander umgehen. Mm. Und dann haben wir Brüder ein Haus gemietet. Ein Teil dieses Hauses haben wir eine Klinik gemacht, Klinik Sidikian. Mein Bruder Sidikian ist in Frankreich. Wir haben eine Klinik gemacht. Also wir sind sehr froh, dass wir diese Klinik eröffnet haben, weil diese Klinik ist eher eine Trost für afghanische Frauen. Genau. Alle diese afghanischen Frauen mit den Schleier, die kommen da, um einmal von ihren eigenen vier Wänden los zu sein, mit anderen Kontakt zu kommen. Meistens die sind traumakrank und die Kinder sind unterernährt. Ich appelliere an alle Menschen,
Hier, Sie müssen sich um den afghanischen Frauen und Kinder zu kümmern. Danke. Ja, auf Ihre Projekte kommen wir nochmal zurück, weil Sie haben auch Musikschulen gemacht, Welthunger, Alphabetisierungskurse angeboten, aber darauf kommen wir gleich zurück. Herr Sederian und Latifa Kün, Sie sind ja zwei verschiedene Generationen. Sie gehören zu der ersten Generation, die nach Deutschland gekommen sind. Sie gehören zu zweiter oder dritter? Ja, wahrscheinlich bin ich so ein Gemisch zwischen zweiter und dritter. Also mittlerweile 34 Jahre und nach mir sind auch viele junge Menschen gekommen. Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen, wo die erste große Flüchtlingswelle kam. Also ich kann beobachten, dass nach mir auch eine Generation junger Menschen heranwächst hier in Hamburg. Ja. Und so gesehen, aber es ist einfach so, dass auch nach all diesen Jahren ich Afghanistan und die Lebensweise als ein Teil meiner kulturellen Identität begreife. Und insofern ist es eigentlich egal, dass 34 Jahre verstrichen sind. Ich selbst verstehe mich noch als Afghanin. Sie haben ja gehört, wie Herr Sederian die heutige Situation in Afghanistan findet. Ja. Wie finden Sie denn die Situation heute in Afghanistan? Ja, also es ist tatsächlich, die humanitäre Katastrophe ist nicht wegzudenken. Es ist leider ein Tatbestand Afghanistans. Aber andererseits gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass die Situation, in der wir uns heute befinden, sie wird, also Kabul selbst kann man wohl als Postkonfliktsituation betrachten, dass das auch eine Chance ist für Afghanistan. Und ich hoffe einfach nur, dass das Land sich rehabilitieren kann, trotz der vielen Probleme, die man nicht wegstreichen kann. Inshallah hoffe ich, dass das Land wieder auf die Beine kommt und auch sich selbst rehabilitieren kann und von außen noch die Hilfe bekommt, damit es in die richtigen Bahnen geleitet werden kann. Also ich persönlich kann ja Ihnen nur gratulieren, weil Afghanistan ist zum ersten Mal ist demokratisiert worden. Die Menschen sind ja im Oktober zu Wahlen gegangen, also freie Wahlen. Ja. Und was Besseres hätte ja Afghanistan nicht passieren können, oder? Also vergessen Sie nicht, wir sind ein Land, das wir einmal im jedes Jahr 100 auf unseren Kopf bekommen. Wenn Sie sehen, Chronologie von Afghanistan, aber jedes Mal, das Land hat sich selbst den Weg gefunden. Diesmal sehe ich etwas gefährlich, dass wir sehr viele Besserwisser haben, die Afghanistan gar nicht kennen in der Sache. Aber wenn wir Afghanen selbst uns entschließen, dass wir uns aufwärmen, wiederfinden, das können wir machen. Aber ich gehe an einen Brief von einem Spanier an mich in den 90er Jahren, der hat irgendwie durch einen Salat gefunden, er hat gesagt, seien Sie froh, dass Sie Muslime sind. Alles, was auf Sie gekommen ist, leiten Sie von Gott her und hoffen, dass das Gott wieder hilft. Und das ist jetzt passiert. Ich habe nie geglaubt, dass ich nach Afghanistan zurückgehe. Aber ich gehe in Afghanistan, nach Afghanistan. Und jedes Mal sehe ich eine Besserung. Aber meine Angst, wir müssen selbst Zügel in der Hand nehmen. Und wir müssen die Afghanen, die auf Kosten von barfußlosen Afghanen in besten Universitäten ausgebildet sind, die sind verpflichtet, in diesem Lande, Not des Heimatlandes, sich für Afghanistan einzusetzen. In erster Linie, wir müssen in Europa eine afghanische Kulturgruppe bilden, bis wir zwischen Europa und zwischen Afghanistan als Kulturvermittler fungieren. Europa braucht auch Kultur, weil ein materialisiertes Leben ist. Geist ist etwas schwächer. Europa muss sich wieder zurückwenden als ein geistiges Land. Danke. Ja, richtig. wir kommen jetzt auf die Situation der Afghanen, die hier in Hamburg leben. Wir haben ja im Eingang gesagt, es sind 20.000 Afghanen. Es sind 50.000 ohne deutsche Pässe und 5.000 mit den Deutschen. Verbessern Sie mich. 1.000 hat deutsche Pässe in Hamburg. 1.000 nur? Ja. Dann 19.000 sind ohne? Also insgesamt sind 20.000 nach meinem Informationsstand. Letzte Statistiken, wo ich bekomme, sind 14.000 und so viele Afghanen. Dafür sind 1.500 Eingebürgerte und von diesen sind ca. 900 oder 600 Arbeitslose. Gut, dann wollen wir von unserer Politikwissenschaftlerin hören. Ja. Wie sind die Daten? Ja, also es kursieren tatsächlich immer verschiedene Zahlen. Man liest in der Zeitung oft und gerne 20.000 und unterscheidet dann vielleicht nicht genau, dass eingebürgerte Afghanen dann eben nicht mehr als Afghanen zählen. Und das verfärbt die Statistik nach außen hin ein bisschen. Wie leben die Afghanen hier? Sind sie in die deutsche Gesellschaft integriert?
Also ich glaube, man kann da auch wirklich unterscheiden. Jene Afghanen, die tatsächlich auch schon in Deutschland so zum wie Herr Zedirian zum Beispiel, schon in Kindheit mit der deutschen Kultur in Berührung kamen, natürlich auch ein anderes Deutschlandbild haben und einen anderen Bezug zu der Kultur und das Leben hier in Hamburg. Das beeinflusst natürlich auch insgesamt das Leben und das Verhalten der Menschen. Also ich kann, glaube ich, behaupten, dass ein Teil wirklich sich integriert hat, mit der Sprache umgehen kann, sich wirklich artikulieren kann, über eine gute Ausbildung verfügt und Deutschland als Lebensmittelpunkt sieht. Aber sicher gibt es auch einen Teil von Afghanen, die die deutsche Sprache noch nicht beherrschen. Das mag aber auch vielleicht damit zusammenhängen, dass ihr Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist. Ach so. Und diese Ungewissheit dazu führt, dass man eben weder das eine noch das andere richtig macht. Mhm. Laut einer Studie gehören über 50% der hier lebenden Afghanen der Bildungselite an. Wie Sie sagten, also Afghanistan braucht sie sehr stark. Ja. Also mit anderen Worten, sie sollen sich für Afghanistan einsetzen. Aber was aber ich jetzt... Ist das berechtigt? Ja. Anschluss zu sagen, da sind beide Polen schuldig. Sowohl die Behörde in Hamburg als auch die Afghanen. Die Afghanen, sozial gesehen, gehören zu einem Dampftopfform. Die sind unter sich, imaginieren sich. Die kamen hier, die gingen konzentriert in bestimmten Bezirken und dann und kamen mit den deutschen komplizierten Bürokratien in Kontakt. Die haben ihnen Nase voll gemacht und deswegen, die kamen gar nicht in Kontakt mit ihren Nachbarn. Die haben das Leben von Afghanistan verlagert im Leben hier. In Hamburg. Also Parallelgesellschaften, wovon wir gerade sehr oft in der Presse sprechen. Ich hätte mir gewünscht, wie die Schweizer oder Amerikaner, die irgendwie in die Gesellschaft gekommen wäre, gearbeitet. Und ich habe sehr viele Dokumente, dass viele qualifizierte Afghanen wollten etwas, aber man hat denen nicht geärgert. Jetzt meine Bitte an Deutschen, die müssen sich heutigen Situation anpassen. Diese alte, verkrustete Ordnung modernisieren im Sinne eines bikulturelles Leben oder multikulturelles Leben der Stadt Hamburg und auch Deutschland. Ja, wir haben ja ein neues Zuwanderungsgesetz, das im Januar 2005 in Kraft gesetzt wird. Werden wir schauen, wie die Integration in Deutschland betrieben wird. Wie finden Sie den Umgang der Hamburger Regierung mit hier lebenden Afghanen? Also es sind 6.000 Afghanen mit Duldung, die müssen nämlich bis März nächsten Jahres das Land verlassen. Sie also. Oder? Ja, also es steht noch nicht fest, dass das Land verlassen werden muss. Aber die Innenministerkonferenz hat zumindest ein Licht freigegeben, wo man von ausgehen kann, dass zunächst Afghanen abgeschoben werden können. Also man nimmt in der Presse hier und da wurden Zahlen genannt, dass 500 Afghanen abgeschoben werden sollen. Vor allem Männer im Alter von 18 bis 60 Jahre. Aber es gibt, ich habe mich erkundigt, es gibt noch kein definitives. Kein definitives. Also es ist eigentlich noch offen und die Menschen, die es betreffen könnte, leben in Ungewissheit. Das ist nicht mehr in dem Vollmacht von Hamburger Senat, sondern die Sache jetzt ist auf höchster Ebene, diese Innenministerkonferenz. Aber ich habe Hamburg auf eine andere Seite aufmerksam gemacht. Hamburg als modernes Staat ist auch verpflichtet, internationale Konventionen zu achten. Insbesondere Kinderkonvention von 2000. Da ist der Staat verpflichtet, zum Wohle der Kinder einen Schritt einzugehen. Und als Kind nach Artikel 2 dieser Konvention wird von 0 bis 18 Jahre. Also für diese Kinder, Hamburg ist auch im Sinne von dieser Konvention zu verpflichten. Ich habe mich gewandt an erster Bürgermeister und hatte mich zugewiesen an zwei Behörden, Familie und Soziale und dann innere Behörde. Aber da ist auch die Zukunft von Afghanistan, was wir aus diesen Kindern machen können. Sehr schön. Sie haben ja Fotos mitgebracht, Frau Köhn, die Sie gerade im November die fotografiert haben. Die laufen ja. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer sich die Fotos anschauen, während wir Gespräche führen. Ich möchte gerne von Ihnen beiden hören, ob Sie eine persönliche Geschichte über Afghanistan haben, die Sie uns ganz kurz erzählen könnten. Persönliche Geschichte, für mich ist einmal Kabul, nicht Kabul, wie ich gewöhnt war. Okay. Alle die Menschen, die ich kenne, kannte sie nicht mehr da.
ganze Häuser und alles, die sind die Leute, die von Provinzen sind. Ich bin nicht dagegen, aber die haben nicht dieses Niveau, das Wertkabula hat. Latifa? Für mich war das persönliche Erlebnis einfach meine Reise in die Vergangenheit. Und ich muss sagen, es war ein so schönes Gefühl, wieder vor dem Elternhaus zu stehen, als wir den Garten betraten und ich das Haus gesehen habe. Das ist für mich eigentlich noch mal ein Teil meiner jüngsten Kindheit. Sie waren doch 3 Jahre alt. Ja, aber es gab Bilder, die ich noch immer hatte. Ja. Und vielleicht sind das auch die Einflüsse. Oder von den Erzählungen wahrscheinlich. Das hat sich bestimmt gemischt. Genau. Aber es war einfach ein schönes Gefühl. Genau. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich möchte noch eine Frage stellen. Und zwar, Entschuldigung, ganz kurz. Wie sieht es denn überhaupt mit der Stellung der Frau in Afghanistan aus? Und laut neuen Zuwanderungsgesetz ab 2005 können Frauen, die von Misshandlung, Zwangsverheiratung und Zwangsbeschneidung betroffen sind, in Deutschland Asyl beantragen. Mhm. Rechnen Sie mit einer Welle aus Afghanistan mit Frauen? Ja. Nein? Ich glaube auch nicht. Okay. Also was die Situation der Frau angeht, vielleicht noch mal hier an dieser Stelle ganz kurz. Die neue Verfassung sieht zumindest vor, dass die Frau in diesem neuen Afghanistan gleichberechtigt behandelt wird. Und in Afghanistan muss man natürlich auch unterscheiden, das Gefälle Land und Stadt. In Kabul selbst sieht man, dass der Modernisierungsprozess auf Hochtouren läuft. Und es gibt auch Alphabetisierungskurse, Bildungsangebote und dergleichen. Kabul ist aber nicht repräsentativ für Afghanistan. Und da muss man nochmal das Gefälle unterscheiden. Aber in Kabul selbst habe ich persönlich die große Hoffnung, dass sich etwas tut und dass die Frauen auch sehr motiviert sind und auch wirklich Talente haben, etwas zu machen. Das haben Sie ja bewiesen, im Westen, nicht? Ja. Die sind gebildeter als die Männer, laut einer Studie. Die afghanischen Frauen sind gebildeter als Männer. Auch die Gewagter. Gewagter, die haben, mutiger. Die haben sehr schnell Und was die Alphabetisierung anbetrifft, die UNESCO Pädagogische Institut in Hamburg, die arbeitet in Afghanistan. Mit Frau Hahnemann haben wir unkonventionelle Alphabetisierung. Wir können leider nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wir haben nur eine Minute. Ja. Wie gefährdet sind die deutschen Soldaten in Afghanistan? Ganz kurz. Fantastisch beliebt. Fantastisch beliebt, aber gefährdet. Nein. Gefährdet von Bombenanschlägen und so weiter. Ja, als in Kabul waren die 3 deutschen Soldaten umgebracht worden. Die Afghanen haben geweint für diese. Oh. Und die haben gesagt, wir hätten gerne nicht Deutsche gesehen. Ja, wird Afghanistan durch seine Bodenschätze gute Perspektive haben in Zukunft? Afghanistan ist ein reiches Land. Einer der besten Perspektiven für die Zukunft. Und wird einer der reichsten Länder, genau wie in Seidenstraße. Das ist also unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Bodenschätze wird Afghanistan nicht viel helfen. Sie lachen. Damals beste Sie haben ein Zitat, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Wir sind schon am Ende der Zeit. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie uns wieder einschalten werden. Khoda Hafiz, bis zum nächsten Mal. Sie haben einen kurzen Zitat. Ja, ich habe ein Werk über Nein, Sie müssen den Zitat jetzt lesen. Mein Zitat ist, ich habe über Islam, nicht von Koran zitiert, oder doch zitiert, aber in erster Linie von Goethe. Ja. Wenn Islam Ergebung in Gottes Willen heißt, in Islam leben und sterben wir alle. Khoda Hafiz. Ein sehr schönes Zitat, dem ich mich gerne anschließe. Bomon Khoda. Und vielen Dank für das Interesse. Khoda Negahtan. Mutschakera. Khoda Hafiz.